Meine Damen und Herren, heute begrüße ich Thomas Deiser. Thomas Deiser ist der Vorsitzende von Ian City und Stadtrat der CSU und auch Stadtratskandidat für die nächste Legislaturperiode, wenn man so sagen darf. Genau so ist. Herr Deiser, in Augsburg beginnt am 1. Oktober eine neue Aktion. Süddeutschland hat groß darüber berichtet, da heißt es dann Shop and Drop. Da bietet die Innenstadthändler oder die Stadt Augsburg, die finanziert es an, dass jemand in der Stadt einkaufen, seine Waren dann irgendwo abstellen oder sich per Fahrradkurier nach Hause bringen lassen kann. Haben Sie das Modell für Ingolstadt auch schon mal angedacht? Wäre das was für Ingolstadt, um die Altstadt zu beleben? Wir haben es angedacht, auch vor mehreren Jahren eigentlich schon. Wir waren auch da schon in Gesprächen. Da hat sich zum einen mal der Taxiruf, also die Taxifahrer hätten sich mir angeboten. Das denke ich mal, ist aber preislich nicht hinzubekommen. Dann gab es auch einen Vorschlag zur Kooperation mit einem Lieferanten, der sowieso die Innenstadt schon beliefert. Ich weiß natürlich auch, dass gewisse Branchen liefern müssen. Also Piano Rima brauche ich jetzt gar nicht sagen, der muss liefern. Teppichhändler müssen liefern. Und mittlerweile ist es im Lebensmittelhandel auch dazu übergegangen, dass die Märkte auch teilweise liefern. Früher Edeka Wender hatte auch zusammen mit dem Frischer Lieferanten eine Kooperation gehabt, hat auch beliefert. Also so ganz abwegig ist das Modell nicht. Das ist nicht abwegig, aber wir machen jetzt gerade mit der Ried-Stiftung diese Digitalisierungsoffensive. Und da gab es ja bei den Händlern vorab eine kleine Umfrage und die hat also eigentlich deutlich gezeigt, dass das Thema Liefern nachrangig behandelt wird. Also die wichtigsten Themen der Händler waren nicht nur der Innenstadt, sondern der Gesamtstadt. Das Projekt ist ja nicht nur Innenstadt bezogen. Die wichtigsten Themen waren eigentlich: Wie werde ich im Online gefunden? Wie kann ich mich präsentieren? Ist es sinnvoll, einen Online-Shop selber aufzusetzen? Ist es sinnvoll, sich an eine Plattform dran zu hängen? Das waren die drängendsten Themen, die werden jetzt Stück für Stück abgearbeitet. Das Thema Lieferservice war eigentlich nicht einmal Priorität 2. Okay. Welche Frequenz haben wir denn in Ingolstadt? Die Augsburger haben sich hier verglichen mit Nürnberg und mit München, haben gesagt, sie hätten 6.565 pro Stunde, die München an der Kaufinger Straße 14.000 und die Nürnberger an der Karolinstraße 8.300. Was sind das für Zahlen? Wo liegt da Ingolstadt? Das sind, ich kenne diese Zahlen, das ist die Messung von Jones Lang LaSalle, die führen die einmal jährlich durch, immer an einem Tag in zig bundesdeutschen Städten, Großstädten, und da wird halt die Höchstfrequenz ermittelt, die in einer Stunde auftaucht. Also das ist die Stundenfrequenz an dieser Messstelle. Welche haben wir da in Ingolstadt und Ludwigstraße? Ingolstadt, an diesem Tag kann ich es Ihnen nicht sagen, da liegen mir keine Daten vor. Aber Jones Lang LaSalle in dem Artikel, wo er über diese Messung 2018 schreibt, sagt also von sich selber, dass sie diese Messmethode immer wieder in Frage stellen. Aber sie wollen es nicht aufgeben, weil sie dadurch eine Zeitreihe haben. Wenn sie es aufgeben, gibt es die Zeitreihe nicht mehr. Wir selber haben bisher eigentlich seit 2011 schon jährlich einmal eine Woche, also 8 Tage lang im Herbst über Kameramessung auszählen lassen. Wir haben zudem seit 3 Jahren eine WLAN-Frequenzmessung, die aber Tendenzen erkennen lässt, aber nicht unbedingt so aussagekräftig ist. Und das ist das, was eigentlich jetzt momentan Stand der Technik ist. Seit Mai misst Highstreet, das ist auch ein deutschland- oder europaweit operierender Gewerbeimmobilien-Spezialist, misst mittels Laser. Das heißt, in der Fußgängerzone ist auf 10, 12 Meter Höhe ein Lasermessgerät installiert, das 24 Stunden misst und alle Personen in beide Richtungen zählt, die größer als 80 cm sind. Okay. Und das ist für mich eigentlich die erste aussagekräftige Messung, weil die 24 Stunden dauert und weil die 365 Tage dauert und man dann Durchschnitte bilden kann. Haben wir da schon Werte? Da haben wir Werte seit Mai. Und wo liegen die ungefähr? Gleich noch ganz kurz einen Satz dazu. Interessant ist ja nicht, was ich an einem Spitzentag erreiche. Wir haben zum Beispiel Spitzenwerte am Tag der Deutschen Einheit, wir haben die gleichen Spitzenwerte etwa an den beiden Tagen des Bürgerfests. Ja. Da liegen wir bei etwa 6.000 Passanten. In der Stunde oder? In der Stunde. In der Stunde. In der Stunde. Und im Schnitt
An einem Samstag liegen wir zum Beispiel an der Messstelle bei 2200, 2300 Passanten im Durchschnitt. Und der Durchschnitt ist eigentlich für mich das Aussagekräftige, weil für mich ist ja interessant, was passiert das ganze Jahr und nicht, was passiert bei einer Aktion oder was passiert, wenn es mal zufällig an dem Messtag, an dem einen Messtag im Jahr, wenn es mal schönes Wetter hat oder schlechtes Wetter hat. Das ist natürlich jetzt deutlich weniger, als die Augsburger oder Nürnberger München angeben. Wenn die nach der gleichen Methode messen würden, kämen da auch andere Ergebnisse raus? Also bei Highstreet, bei der Firma, die bei uns die Messung, und auch in Augsburg liegen die Werte etwa gleich an einem Samstag, die Durchschnittswerte. Das heißt, die Hauptgeschäftsstraße in Augsburg hat in etwa die gleichen Werte wie Ingolstadt, die Ludwigstraße. Ich weiß nicht, an welchem. Es ist zwar die Straße benannt, wo gemessen wird. Anna Straße in Augsburg. Das ist Johns Lang LaSalle. Highstreet misst an einer anderen Straße, aber das sind ja auch Profis, die werden schon wissen, wo sie messen, um vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Die wollen ja die auch verwerten. Okay. Jetzt habe ich als auch Augsburg gute Besucherzahlen in der Innenstadt, in der Fußgängerzone, aber trotzdem auf 350 Meter 7 Leerstände in einer hochfrequentierten Straße in Augsburg. Es scheint kein spezifisches Ingolstädter Problem zu sein, wenn wir hier Leerstände haben. Das ist auf keinen Fall ein Ingolstädter Problem, das hört man aus fast allen Städten, auch Großstädte mittlerweile. Also am stärksten betroffen sind halt die Kleinstädte. Da setzt im Grunde eine Landflucht ein in Richtung Großstädte. Und wenn ein, zwei größere Versorger aus den Kleinstädten weggehen, dann ist da eigentlich tot. Aber man merkt es mittlerweile halt in den Großstädten auch zum Teil in München, jetzt nicht unbedingt da in der 1A-Lage, also Neuhauser Kaufinger Straße, aber in den Nebenlagen merkt man es durchaus. Gibt es Gründe, ist zum Beispiel ein Grund dafür, das wird hier in dem Artikel beklagt, die eventuell hohen Mieten in Augsburg, geht man davon aus, dass dort in dem Bereich 40 bis 60 Euro pro Quadratmeter bezahlt wird. Was gehen Sie bei der Ludwigstraße davon aus, was da so die Mieten sind für die Geschäftsleute, wenn man es überhaupt erfährt? Also wir sind ja gerade dabei, oder besser gesagt, ein Immobilienmakler in Ingolstadt mit unserer Unterstützung und zusammen mit der IFG erstellt gerade einen Mietspiegel für die Innenstadt, aber das ist ein schwieriges Unterfangen, weil sie haben erstens den Unterschied der Lagen. Ja. Und zwar ist es oft mal 20, 30 Meter unterschiedlich von 40 auf 10 Euro runter. Wo würden Sie denn die Obergrenze ungefähr in der Ludwigstraße sehen? Es war das eine, die Lagen, die oft einmal zwischen 20 und 30 Meter schon solche gravierenden Unterschiede hervorbringen. Das zweite ist die Ladengröße oder die Verkaufsflächengröße. Bei kleinen Einheiten zahlt man oft das 3-4-fache. Als bei großen Einheiten. Und wir haben in der Ludwigstraße Mieten, von denen ich weiß, auf großen Flächen von um die 15 Euro pro Quadratmeter. Und wir haben kleine Flächen, wo man halt auch mal 60, 70 Euro zahlt. In dem Bereich pendelt es. Wie steht es denn mit der Kaufkraft in Ingolstadt? Da ist Augsburg unter dem Bundesdurchschnitt, München liegt sehr hoch. Was hat Ingolstadt für eine Kaufkraft pro Person und Jahr? Oder Ingolstadt hat meines Wissens eine Kaufkraft von um die 27.000 Euro pro Kopf. Das ist ja spitzenmäßig. Das ist ein sehr guter Wert. Das ist ähnlich wie in Regensburg, soweit ich weiß. Nürnberg ist, glaube ich, drunter. München ist natürlich noch deutlich drüber. München ist über 30.000. München Stadt. Ja. Und Augsburg liegt bei 23.000. Habe ich auch gesehen, ja. Augsburg liegt bei 23.000, Regensburg bei 26.500. Und Nürnberg und Würzburg liegen bei 25. Das heißt, da liegen wir drüber. Liegen wir drüber, ja. So gesehen haben wir bessere Chancen für den Einzelhandel in Ingolstadt. Wenn die Kaufkraft in Ingolstadt auch bleibt und ausgegeben wird. Ne? Woran liegt das? Ob sie bleibt oder nicht bleibt? Ja, das liegt an der Attraktivität des Standorts. Und da nenne ich nicht nur die Innenstadt, sondern den Gesamtstandort mit den verschiedenen Zentren, das Oberzentrum Innenstadt natürlich. Ja. Dann haben wir das FOC, das Village, dann haben wir den Westpark und wir haben die Manchner Straße und natürlich verschiedene Unterzentren, auch noch Weierfeld und so weiter. Ne? Und je nach Attraktivität des Standorts wird dort mehr oder weniger Geld ausgegeben. Sehen Sie Defizite, was das Warenangebot betrifft in Ingolstadt, dass man sagt, da fehlt was in dem Bereich und da fließt Kaufkraft deshalb ab? Also in den letzten Jahren es gibt ja das städtische Einzelhandelsentwicklungskonzept, ich kürze es mir ab mit SEK. Das haben wir, ich glaube, 2011 oder 2012 wurde das erste Mal durchgeführt. Die ZIMA hat uns da beraten und damals wurden also durchaus Sortimente identifiziert, wo eine
Bedarfsdeckung, sage ich mal, noch nicht gegeben war. Das hat man dann zum Beispiel mit Möbelhof Weierfeld und so weiter, das waren also hauptsächlich Möbel, zum Teil auch Sport, und dann hat man versucht, in diesen Sortimenten nachzusteuern, sodass man jetzt eigentlich dem Kunden oder dem potenziellen Kunden schon alles anbieten können, was er braucht. Trotzdem gibt es natürlich immer welche, die aus welchen Gründen auch immer einkaufen, ist er nicht nur um Bedarfsbefriedigung durchzuführen, sondern muss er auch Spaß Erlebnis, machen, das ja. ist ein Erlebnis. Da fährt man halt auch mal nach Nürnberg, Regensburg, München, mhm. um da einen netten Tag zu verbringen, nebenbei einzukaufen. Fahren, bei den Regensburger scheint der Tourismus, den die auch die Augsburger im Auge haben, auch bei den Einzelhändlern eine Rolle zu spielen. Spielt der Tourismus in Ingolstadt, was das Einkaufen betrifft, inzwischen eine Rolle oder ist das unter ferner Liefen ein Gesichtspunkt? Also der Tourismus spielt auf jeden Fall eine Rolle in Ingolstadt. Auch in der Innenstadt, aber natürlich das häufigste ist da das Village. Weil das ist ein, langsam kommen wir dazu. Wir haben im Village eine ganz andere Klientel, als wir in den übrigen Einkaufsdestinationen in Ingolstadt haben. Ne? Da gibt es viele Asiaten, gibt es viele Araber, gibt es viele Chinesen. Das sehen wir in der Innenstadt zum Beispiel so eher selten. Und in der Innenstadt, im Westpark, da gibt sich das Klientel nicht viel. Das sind häufig mal die gleichen, auch wechselnd. Und wir kriegen aber schon auch durch den Einfluss von Primark in den letzten Monaten mit, oder ist jetzt ein Jahr schon her, kriegen wir schon mit, dass mittlerweile auch ganz andere Arten nochmal bei uns in der Innenstadt wieder verkehren, wie Nürnberg, wie Erlangen, wie Fürth, Weißenburg sogar, die ja doch Anreise von weit über einer Stunde haben, und auch München und Augsburger. Wo sollen die parken, die in der Innenstadt einkaufen wollen? Und wie hoch sind die Parkgebühren? Sind die eventuell so hoch? Also es gibt Frauen, die sich beklagen und sagen, ich fahre in die Stadt zum Einkaufen, will ein bisschen shoppen, dann zahle ich ja gleich mal 6 bis 10 Euro Parkgebühren. Die Parkgebühren sind hoch, noch nicht überhoch. Das häufigste Problem, das ich höre, ist, weil wir eine Stundentaktung haben. Das heißt, wenn man zwei Stunden, fünf Minuten parkt, dann zahlt man 6 Euro. Mhm. Und dann wird es teuer. Ne? Ja. Wenn man 5 Minuten drunter bleibt, dann zahlt man 4 Euro, dann ist das vielleicht das Geld noch wert. Mhm. Aber gerade in der Innenstadt, weil halt draußen auf der grünen Wiese überall das Parken frei angeboten wird, wir haben ja da die Möglichkeit mit den City-Tickets das Parken und das Busfahren für den Kunden kostenlos zu machen. Und das wird also, seitdem für die Händler die City-Tickets deutlich günstiger sind, wird das massiv angenommen. Und jeder Kunde freut sich darüber, wenn er sein Ticket kriegt. Der Kunde fährt mit dem Bus in die Stadt kostenlos und kann ja einkaufen. Er muss, also wenn er einkauft, nehme jetzt mein Beispiel. Ne? Ja. Bei mir, ich habe die Staffelung so, ab 15 Euro Einkaufswert kriegt er ein City-Ticket, das 2 Euro wert ist beim Busfahren oder beim Parken. Das heißt, damit könnte er schon eine Stunde parken oder beim Bus, wenn er Einzelfahrt dann löst, müsste er halt 70 Cent drauf zahlen. Mhm. Und ab 35 Euro haben wir dann 2 Tickets, ab 70 oder 80 Euro haben wir 3 Tickets. Und dann kann er eigentlich schon eine ganze Menge verparken oder auch eben 2 oder 3 mit dem Bus fahren. Was ich noch sagen wollte, weil Sie gefragt haben, wo soll der parken? Also die Kapazität der Parkeinrichtungen, die ist nicht am oberen Rand. Die ist zwar an manchen Tagen hoch, aber in der Regel findet man einen Parkplatz. Es ist also nicht so, dass wir zu wenig Parkplätze hätten, zu der momentanen Frequenz, die wir haben. Also wenn jemand will, dann findet er einen Parkplatz. Was meine Intention ist, und darum gelten diese City-Tickets ja auch nicht an den Straßenparkplätzen, sondern nur in den Großparkeinrichtungen. Meine Intention ist, den Kunden oder den potenziellen Kunden und Besucher der Innenstadt in eine Großparkeinrichtung zu bekommen, weil er dann entspannter ist und nicht nach einer Stunde wieder an den Parkautomaten und nachlegen muss, was er eigentlich gar nicht darf. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch, Herr Deisser, und ich wünsche Ihren City als Institution und der Stadt Ingolstadt gute Umsätze und Ihnen viel Spaß beim Kommunalwahlkampf. Danke, werde ich haben.